Jungs, wir haben jetzt verdammte 30, 40 Minuten sind wir hier rumgelaufen, für dieses verfickte Gym zu finden. Und hier ist es, Prison Break Gym. Nächstes Mal, wenn jemand mir auf Facebook ein Gym empfiehlt, bitte mit verdammter Adresse. Damit ich dieses scheiß Gym nicht eine halbe Stunde mit diesen Leuten hier suchen muss. Polska Genetics. Hardcore Natural Bodybuilding and more. Jungs, das sind die besten Gains hier, Mann. Guckt euch dieses Rindstarter an hier. Zweite Portion. Vier Rindsfilet, Reis, Potatoes. Das sind die besten Gains. Zweite Portion. Und die Gains hier sind auch nicht schlecht. Das sind die Vegan Gains. Und er hatte die Brokkoli Gains hier. Hey, erzähl mal deinen Kids, wie ich Gains gemacht habe in den letzten drei Monaten. Ja, habe ich Gains gemacht? Du hast verdammte Gains gemacht. Ich habe hier Gains gemacht, Mann. Der hat richtige Gains gemacht. Und wir fressen jetzt. Ja, wir sind hier. Jetzt gerade im Einchecken, das ist mal was ganz anderes. Wie genau kann ich mir das vorstellen, hier einzuchecken? Also wir sitzen jetzt hier. Das ist ein bisschen privat hier, ja. Ist nicht nur eine Nummer. Wir werden empfangen hier. Wir sind nicht irgendeine Nummer. Also wir sind jetzt hier so einfach am Sitzen, warten auf den Manager, haben vorhin die Pässe abgegeben. Und jetzt hat er gesagt, er organisiert uns die Zimmer. Da unten ist jetzt der Food. Also ich muss sagen, wir sind jetzt eine halbe Stunde oder fast 40 Minuten in Bangkok rumgecruist. Schon ganz anderes Feeling hier zu sein, jetzt von Dubai direkt mal hier in Bangkok. Aber ich würde sagen, ich bin gespannt, was abgeht. Chill is ready for Bangkok, würde ich sagen. Der Karl, der braucht was Gutes zu essen. Ein bisschen Schlaf, der Ralf braucht auf jeden Fall Essen. Der hat nur Brokkoli-Gains gehabt in den letzten 24 Stunden. Und viel mehr wie Essen. Und ich brauche zuerst mal Essen natürlich auch. Dann brauche ich vor allem, was mir am allerwichtigsten ist, ich brauche eine gewisse ich muss alles wieder sortieren bei mir, Mann. Man muss auch hier Ordnung ganz, haben, Mann. Ganz strategisch mit seinem Schlaf umgehen. Ja. Um so eine Reifsprache zu halten. Er hat beispielsweise jetzt die falsche Subnet-IP-Mask eingegeben. Und ja, deswegen ist er jetzt raus. Genauso. Subnet Mask IP. Genauso wie es im Netzwerk ist, ein falscher Move und du bist halt raus aus dem Netz, ja. Das läuft, das bist du gebannt. IP-Ban. Genau, IP-Ban. Also, wir haben letztes Jahr trainiert noch gestern in Dubai, haben das Gym 45 Minuten lang gesucht. Ich habe da kurze Aufnahmen gemacht. Waren richtig, also ich sage jetzt mal so, für das Gym so gehypt wurde auf meiner Facebook-Seite. Habe ich den Hype nicht verstanden. Es hat ein paar coole Hammerstrike-Maschinen gehabt. Aber das erste Gym, wo wir waren da, das Warehouse-Gym, das war der absolute Überknaller. Die Aufnahmen folgen oder sind schon draußen. Ich habe keine Ahnung, wie wir das zeitlich alles hochladen hier, Mann. Ich filme jetzt auch mit dem iPhone, Leute. Ich hoffe, das ist okay für euch. Es geht mir einfach darum, ich will so viele Eindrücke wie möglich schildern von diesem Trip, weil es ist für mich neu und für viele von euch sicher auch. Und darum machen wir das einfach hier so real, wie es nur geht. Wir sind hier richtig am Arsch. Ich habe maximal eine Stunde richtig geschlafen. Der Patrick ein bisschen mehr. Der Patrick, das muss man auch mal sagen. Ich muss es einfach mal loswerden hier vor Kamera. Das ist einfach ein kranker Motherfucker. Muss ich einfach mal so sagen. Der hat einfach 2 Stunden gepennt, ist mit Karl trainieren gegangen. Und der Karl auch übrigens. Die sind beide wach gewesen. Haben mit mir nochmal Beine trainiert am Abend. Also mein Respekt, Dude. Du hast den fucking Respekt verdient. Ich weiß nicht, wie du es machst, aber du schaffst es irgendwie. Aber ja, auf jeden Fall. Wir sind jetzt hier in Bangkok und ab jetzt kannst du noch besser werden, würde ich sagen. Perfect, man. But so sorry we call that. We don't have a same for you. Different floor is okay? Different floor? Yeah, that's totally okay, man. Okay, so you will stay with us until 18. Right? The 18th, yes. Yes, and do you have any idea for the check-out time? Yes. And do you have any idea for the check-out time? Mal ein kurzes Video hier. Am Start. So Jungs, das erste Meal von Mischa in Thailand. Hat mich genau 1,50 Euro gekostet oder sowas. 1,50 Euro. Oh. Und? Ey, die scharf, boah, richtig geil. Ich habe schon das Buffet geplündert, deswegen ich kann fast gar nichts mehr fressen. Die Kokosnuss haben wir auch schon gesoffen. Ah ja, Kokosnuss, genau. Für ungefähr 1 Euro auch.
geil, Mann. Wie schmeckst du? Schnell. Geil, ja. Cheesy. Also. Legit. Thumbs up. So, kurz, kurz für mich festhalten hier. Mal hier. Richtig geil. Jungs. Jungs. Für 20, jetzt 5 Euro oder 10 Euro oder so. 7 Franken, also 5,50 Euro. 7 Franken, 5 Euro für eine Stunde jetzt hier Fußmassage. Richtig gut, Mann. Richtig gut. Hey, Dude. Das ist heftig, ja? Das ist geil. Oh, sehr gut. Das ist gut. Nice Hotel Room. Good Design. Richtig schön gemacht, das Ganze hier. So, das ist der Barbereich unseres Hotels. Richtig entspannt, würde ich mal sagen. Karl hier sich am Verbrennen. Und mal schauen, was abgeht. Kokosnuss-Eis. Warte. Hä? Kokosnuss-Eis, Leute. Wie oh, fuck. Kokosnuss-Eis. Pretty good stuff hier. Kokosnuss-Eis. Für umgerechnet 80 Cent oder so. Ja, Mann. So viel das mal an. Oh. Ist das frisch gemacht? Ja, Mann. One topping, 5 Baht. Ja, this, and this, and this. Okay. Was ist denn das, Alter? Was? Granatapfel, Leute. Aber das da, das ist ja räudig. Nee, Mann. Das sind so Glasnudeln, Mann. Ja, auch noch so Kokosmilch eingelegt. Kokosmilchnudeln, Mann. Boah. Übelst geil, Mann. Alles. Was ist das zwischen burnt und... Just some milk, peanut. What? No. Auf jeden Fall fressen wir jetzt richtig Kokosnuss-Eis. Na, gib mal den Eindruck. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Richtig gut, hä? Mango Kokosnuss-Eis. Mm. Muss dir schon gönnen hier. Mm. Das ist richtig gut, dass man hier alles findet. Das ist ein Riesen. Also das hier, das sind die ganz normalen Standarddinger hier. Die kann man sich überall reinziehen hier. Das ist jetzt Eiscreme. Eiscreme. Ja, Eiscreme. coconut. Just coconut. Okay. It's okay. Use some milk, peanut? No toppings. Thank you. Also Leute, ich muss hier einfach mal kurz eine Ansage machen. Wenn ihr mal nach Thailand kommt, dann seid ihr die glücklichsten Menschen als Europäer hier, das sage ich euch. Echt? Oder? Oh, so geil, Leute. Wirklich. Also die Preise, das ist schon fast unverschämt. Ich gebe überall Trinkgeld, weil ich die Leute einfach ein bisschen unterstütze. Ich finde es einfach richtig geil, was die da machen, diese frischen Zutaten überall. Geiles Zeug, gute, frische Ware. Vorhin haben wir uns ordentlich massieren lassen für 6 oder 7 Euro eine Stunde lang. Und das ganze Land lebt. Man merkt einfach, die Eindrücke sind riesig. Sobald man in ein Hotel reingeht, zahlt man genau wie überall richtig brutale Preise. Also jetzt nach Dubai ist es hier wirklich, wirklich krass, das so zu sehen. Was? Das mach mich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht so an. Was? Mach mich jetzt nicht so an. Farbiger Reis, ja? Ich schwör's dir, Mann, das ist so geil. Das sieht geil aus. So Leute, jetzt habt ihr hier noch einen klassischen Thai-Markt am Start. Hier seht ihr, so sieht das Ganze aus. Es hat sehr viele Non-Food-Sachen auch, die uns jetzt relativ wenig interessieren, also nicht interessant sind. Aber es hat auch immer wieder so einen Food-Stand. Und das ist jetzt wirklich hier. Hier treibt sich das Volk von Thailand rum. Hier kaufen auch die ein. Also
ich gehe jetzt mal davon aus, dadurch, dass die Preise hier so tief sind, kann ich mir jetzt auch etwas. Das ist übrigens die Suppe, die wir gestern gegessen haben. Mal rein. Ja. Ihr habt hier alles richtig schön, Fleisch. Frisch. Ja, frisch. Und es ist natürlich schon so, dass man jetzt hier ganz klar sagen muss, es ist hygienisch gesehen. Also ich sag's mal so, ich habe jetzt gerade mit Patrick beredet. Ein typischer Schweizer. Ich sag ganz ehrlich, die typischen Schweizer, die haben hier Probleme mit dem Essen. Wir als Bodybuilder, und ich bin allgemein ein Typ, der, was Hygiene betrifft, ich bin ein sehr hygienischer Mensch, aber ich esse sehr viel Verschiedenes und ich habe nie Probleme. Meine Verdauung ist stark, dadurch, dass ich eben auch abgehärtet bin. Ich kenne Leute, die sind in Ägypten in einem Hotel und haben einen wochenlang Dünnschiss gehabt. Das gibt es bei mir nicht sowas. Ägyptisches Hotel, ich hatte nie ein Problem. Und andere, die und das ist so, wenn man sich zu krass, da bin ich auch ganz ehrlich, da übrigens davor ist die Demonstration, die Unruhen in Bangkok, die ganz schlimm, ist also alles voll legit, die Typen sind alle okay. Und wie gesagt, stellt euch mal den typischen Fraß vor, der Leute, die ziehen sich den ganzen Tag verarbeitetes Zeug rein, bakterienfrei, alles abgepackt, vakuumiert, nicht frisch. Und die Leute, wenn die mal was Frisches, die müssen schon nur einen Salat essen und die haben schon einen Dünnschiss deswegen. Ist so. Und wir ziehen uns alles rein, Gemüse, wir bestehen aus Bakterien, baut diese verdammten Bakterien auf und dann könnt ihr nach Thailand kommen, euch wie wir jetzt hier die räudigste Scheiße auf gut Deutsch reinziehen und euch passiert überhaupt nichts. Und ja, guckt mal, so sieht das Ganze aus jetzt. Es ist schon ein bisschen spät. Und das ist hier oben ist gerade die U-Bahn. Das ist Shopping Center. Und das wollte ich auch nochmal zurückkommen. Der kulturelle Unterschied. Die Thai-Leute hier, die kaufen gegenseitig voneinander ihre Kleider, ihr Essen. Weil das Zeug hier, wo ich jetzt stehe, 20 Mal günstiger ist als das hier drin. Das heißt, hier verschmelzen zwei Welten, die westliche Welt und diese Thai-Welt hier. Und deshalb finde ich das so eindrücklich. Man kann wirklich hier Marc Jacobs sich verdammte Schuhe, Mäntel im Wert von 3000 Euro reinziehen und hier bekommt man ein ganzes Mittagessen für 2 Euro, wenn überhaupt, 1 Euro. Also das ist richtig krass, Leute. Bangkok für mich eine der eindrücklichsten Städte bis jetzt, die ich je gewesen bin. Crazy City auf jeden Fall. City. Er war schon viermal hier und ich bin ihm verdammt dankbar, dass er mir hier die ganzen Sachen zeigt. Er ist der beste Reiseführer, den ich jemals hatte. Pro Lifestyle. Pro Lifestyle, Leute, lebt ihn mit uns. Und yes, ihr werdet die Gains hier, die Gains in den Muskeln, die Gains in eurem Herz, die werden kommen. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Peace out. See you soon.